Diesmal ist bei Gin Melzer ein klassisches Gemüse angesagt. Ganz frisches Korn. Ganz frisches, ein ganz leicht mediterranen Touch durch die Zugabe von Tomatenmark. Die fruchtige Komponente wird empfehlen, indem ich nachher noch ein paar Cranberries hinzugebe. Cranberries. Entgegen der Meister ein feines Schweinefilet im Gewürzmantel. Gin Melzer kocht heute Abend wieder.